Ja, ich grüße euch, meine lieben Heli-Freunde. Ein wunderschönes Wochenende erst einmal. Wir haben ja optimales Wetter im Moment. Ziemlich warm hier. Ich glaube 26, 27 Grad haben wir hier in Norddeutschland. Fliegen werde ich heute noch gehen. Ich habe mehrere Lipos nun bekommen für meinen Valkera 150. Da werde ich heute mal ein bisschen FPV fliegen versuchen, mich mal richtig dran üben. Und dann habe ich heute noch was bekommen. Der Postbote war da und ich habe nun endlich schon lange gesucht. Darf ich euch hier vorstellen, das allererste Align T-Rex 600 Modell, was auf den Markt kam. Jetzt natürlich nicht das allererste Teil, was aus der Fabrik rauskam, sondern das allererste Modell. Das ist ein Align T-Rex 600 GF. Dieser Hubschrauber wurde von Align 2006 rausgebracht. Die ersten 600er Modelle. Ich glaube, eine ganz kurze Zeit davor, aber nur eine ganz kurze Zeit lang, gab es noch die Aluminium-Version mit den Alu-Seitenplatten. Dieses Modell habe ich übrigens auch mal gehabt. Das war ein Graus gewesen. Ich habe mir alle Finger aufgeschnitten. Es war alles scharfkantig. Ein kleiner Crash und alles war verbogen und die Seitenplatten konnte man wegschmeißen. Aber das wurde, glaube ich, nur eine ganz kurze Zeit, war das nur auf dem Markt mit den Aluplatten. Das ist jetzt hier die GF-Version für die Glasfaser-Version des Align. Danach kam die CF-Version, die Kohlefaser-Version, also die Carbon mit den schwarzen Carbonplatten. Ich habe schon lange nach so einem Heli gesucht. Ich werde diesen natürlich nicht so lassen. Der Heli wird komplett von mir zerlegt, gereinigt. Und ich werde ihn nagelneu aufbauen, nur mit Original Align-Teilen zu dieser Zeit. Wie gesagt, ist ja auch der Rotorkopf, Blatthalter aus Kunststoff, Kunststoffpaddel, die Anlenkarme, Taumelscheibenmitnehmerarme, alles Kunststoff. Hier haben wir noch die original alte Version der Heckanlenkung für Paddel, den GY401. Vom Futaba mit den 9254 Futaba Heckservo. Diese Kombo wurde ja früher für teuer Geld verkauft. Der Regler ist auch original. Das ist der 75 Ampere Regler von Align. Ohne BEC. Der Motor ist ein 600 XL, ne? Glaube ich. Wartet, Leute, ich muss mal gucken. Ich drehe mal die Schose um. Das ist ein BL 600 XL. Ebenfalls original aus der Zeit. Das Heck ist original. Die Heckfinne nicht. Kommt alles. Ich habe alles hier. Ich habe die ganzen originalen alten Teile hier. Die Rotorblätter sind auch nicht original. Da waren Kunststoffblätter dran. Die kommen auch wieder ran. Und die Hauptrotorblätter sind ebenfalls nicht original. Da habe ich tatsächlich noch in einem Online-Shop noch die alten Align-Carbonblätter gekriegt, die aus der Zeit mit dem Heli in der Combo mitgeliefert wurden. Also das Ding wird ein Ausstellungsstück für mich, Museumsstück. Ich liebe ja alte Sachen. Und ich werde diesen Heli jetzt so zurecht machen, wie der original ausgeliefert wurde. Ich werde ihn fast neu machen, alles neu einstellen. Alle Kunststoffsachen werde ich austauschen gegen Originale, weil ich nicht weiß, der Vorgänger, wie alt das ist. Ob das in der Sonne gestanden hat, ob die Kunststoffteile brüchig sind und. Das wird von mir alles ausgewechselt. Also der Heli wird spitzenmäßig originalgetreu mit Originalteilen wieder aufgebaut und flugfertig gemacht. Und den möchte ich dann einfach als Museumsstück, weil es eben das allererste Modell von Align war. Habe ich schon immer nachgesucht. Als nächstes werde ich mir den alten 450X irgendwo zulegen, der komplett aus Kunststoff ist. Das ist auch der erste 450er von Align gewesen. Den suche ich noch. Gut, Freunde, ich melde mich damit am nächsten Video wieder, wenn ich den Heli fertig habe. Der wird ein paar Tage in Anspruch nehmen, weil ich den ja komplett zerlege. Die Seitenplatten, alles werde ich reinigen und putzen. Und dann melde ich mich wieder, wenn ich den Heli wieder im Originalzustand aufgebaut habe. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß beim Fliegen und seid vorsichtig. Bis dann, ciao, ciao.